Hallo, liebe Zuschauer und Freunde. Diese Sitzungswoche steht sehr im Lichte der Ereignisse des letzten Wochenendes. Aus verkehrspolitischer Perspektive ist dabei insbesondere der Anschlag auf die deutsche Bahninfrastruktur relevant. In Nordrhein-Westfalen und Berlin wurden dabei Glasfaserkommunikationskabel der Deutschen Bahn durchtrennt, wodurch es in ganz Norddeutschland über Stunden zu Zugausfällen kam. Noch ist die Täterschaft dieser Anschläge im Dunkeln. Es reiht sich aber ein in eine Serie von Anschlägen auf unsere Infrastruktur der letzten Jahre. Wir haben das Thema im Verkehrsausschuss besprochen, doch ein Vertreter der Bundespolizei hatte für die Abgeordneten nicht mehr Informationen, als wir der Zeitung entnehmen konnten. Er verwies lediglich darauf, dass die Landesbehörden für dieses Ermittlungsverfahren zuständig seien. Wenn die Kommunikation zwischen den Behörden also so schlecht verzahnt ist, müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Land so leicht lahmgelegt werden kann, weil die rechte Hand nicht weiß, was die Linke gerade macht. Apropos Linke. Es ist schon ein auffälliger Zufall, dass die Anschläge genau an jenem Sonntagmorgen stattfanden, als die AfD zu einer großen Demonstration gegen die verfehlte Energiepolitik der Regierung aufgerufen hatte. Und Linksextreme gehören nebenbei zu den üblichen Verdächtigen bei Anschlägen auf unsere Infrastruktur. Daher sind wir besonders gespannt auf die Ermittlungsergebnisse, insbesondere weil das Innenministerium ja da federführend ist. Okay. Trotz des stundenlangen Ausfalls des Bahnverkehrs haben sich mit uns in Berlin über 10.000 Menschen zum Protest versammelt. Das war für die AfD ein großer Erfolg. Etwas später am Abend gab es noch einen weiteren Beweis, wie sehr die Menschen in unserem Land einen Politikwechsel herbeisehen, herbeischreien. Die AfD wurde mit fast 11% zum großen Wahlgewinner bei der Niedersachsenwahl. Die AfD konnte ihr Ergebnis der letzten Landtagswahl fast verdoppeln. Und das, obwohl die Folgen der Energiewendekrise bisher bei den Menschen noch gar nicht vollständig angekommen sind. Die FDP wurde übrigens dafür abgestraft, die rot-grüne Bundespolitik mitzutragen und ist nicht mehr Teil des Parlaments in Niedersachsen. Ebenfalls in dieser Woche gab es einen ersten Entwurf der Gaspreisbremse. Das ist der Nachfolger der Gasumlage. Das sieht ungefähr so aus. 80% des Vorjahresverbrauchs sollen auf maximal 12 Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden. 12 Cent. Das ist 3- bis 4-mal so viel, als Sie noch vor 2-3 Jahren für Ihr Gas zahlen mussten. Und es gilt auch nur für 80%. Das heißt, wenn Sie mehr brauchen, also die restlichen 20%, dann müssen Sie das in voller Höhe selbst tragen. Das heißt, Sie zahlen da den Marktpreis. Das kann auch deutlich mehr sein. Noch ist fraglich, inwiefern dies nach EU-Wettbewerbsrecht als Subvention, also als unlautere Subvention der deutschen Industrie gewertet werden könnte. Es könnte sogar sein, dass die Gaspreisbremse ein ähnliches Schicksal erleidet wie die Gasumlage, nur eben aus europäischer Politik begründet, gar nicht geht. Wir sehen also, dass wir uns hier wieder mal selber ein Bein stellen und mit der Politik in Brüssel uns das Leben schwer machen. Insgesamt sind wir als AfD-Fraktion ohnehin der Ansicht, dass eine schuldenfinanzierte Gaspreisbremse das Problem nur kurzfristig und auch nur oberflächlich löst. Diese Politik geht auf Kosten der künftigen Generationen und packt das Problem der hohen Energiekosten eben gerade nicht an der Wurzel. Die Wurzel ist das Märchen der Energiewende. Diese Energiewende hat unsere Energiekosten schon vor dem Krieg zur teuersten in ganz Europa gemacht. Wir müssen beispielsweise über Atomkraft, endlich alle Mittel nutzen, um die Erzeugung von Energie in unserem Land preiswert zu ermöglichen. Und wie notwendig das ist, zeigt nochmals der World Economic Outlook des IWF, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Das verheerende Ergebnis ist, Deutschland ist weltweit die Nicht-Kriegspartei, die am härtesten vom Ukraine-Krieg betroffen ist. Nun, ob wir jetzt Nicht-Kriegspartei sind oder nicht, darüber gehen die Meinungen auseinander. Fakt ist, abgesehen von der Ukraine und Russland, sind wir am verheerendsten von den Folgen dieses Krieges betroffen. Die Inflation in unserem Land beträgt inzwischen 10% und die Wachstumsaussicht wurde um 3 Prozentpunkte innerhalb eines halben Jahres abgesenkt. Eine Rezession ist für das kommende Jahr kaum vermeidbar und falls wir in eine Gasmangellage geraten, ist doch ein Wirtschaftseinbruch von 8 Prozentpunkten denkbar. Damit Sie mal eine Dimension haben, was das bedeutet, das ist wesentlich mehr, als wir in der Corona-Krise und auch in vergangenen Wirtschaftskrisen der letzten Jahre in unserem Land hatten. Vor uns steht also
im Falle einer Gasmangellage die größte Wirtschaftskrise, die wir in der Nachkriegszeit erleben durften. Gasmangellage, die tritt ja dann ein, das haben wir ja gelernt, wenn es ein harter Winter wird und wenn wir nicht mindestens 20% sparen. Wie realistisch also eine Gasmangellage ist, können Sie sich anhand dieser Konstellation selber überlegen. Jahrelang hat sich die Politik in falscher Sicherheit in unserem Land gewogen. Wir haben Luxusprojekte wie die Flüchtlingsaufnahme in 2015 und insgesamt die Energiewende mit dem Verweis auf den angeblichen Wohlstand unseres Landes durchgedrückt. Doch nun zeigt sich, wovor die AfD immer gewarnt hat. Die Wohlstandsillusion in unserem Land ist geplatzt. Und die Schuld hierfür liegt an den Regierungsparteien der letzten Jahrzehnte. Von Rot-Schwarz über Gelb-Schwarz hin zu Gelb und Grün und was da noch alles dazukommt. In den internationalen Zeitungen spricht man bereits wieder vom kranken Mann Europas. Und das Gespenst der Deindustrialisierung geht in Deutschland herum. Es zeigt sich, dass die Politik der anderen Parteien von der Realität eingeholt wird. Die AfD war und ist die einzige Alternative für dieses Land und auch die einzige Alternative für den Erhalt unseres Wohlstands und unserer Freiheit. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie mir ein Like. Vielen Dank. Tschüss.